So, hallo, wir machen weiter. Bei Legend of Zelda Hyrule... Oh, Quatsch. Hyrule Warriors. So rum. Und letztes Mal haben wir die zwei Trainingsmissionen von Ryu und Teba gemacht. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, ob ich aktuell Waffen habe bei Link, weil Link hat halt schon wieder alles voll. Ob ich da aktuell Waffen habe, die mich leveln können, aber ich glaube, da war nichts dabei. Das sind alles nur normaler Mist. Ja, das ist klar, das ist die Glückskelle nach wie vor, die behalte ich auch erstmal. Ja, da ist überhaupt nichts. Dann, wenn's praktisch der Waffendings zu voll wird, kann ich die auch einfach dann verkaufen. Ob ich die jetzt verkaufe oder dann, ist, glaube ich, relativ egal. Dann Abflug in die Oststadt. Abflug in die Ostschlacht. Genau, die zwei sind wieder gefangen. Und wir werden jetzt erstmal zusehen müssen. Das wird jetzt ganz brutal. Wie Mipha von dem Wasserfluch in Bedrängnis gerät. Das, ja. Den werde ich sowas von verprügeln. Nachdem unsere Helden gesehen hatten, wie die Titanen der Verheerung Ganon anheimfielen, eilten sie den Recken zu Hilfe, inbrünstig hoffend, dass es noch nicht zu spät sein würde. Ja, aber zuerst sind sie zu Urbosa und Revali. Mipha wird sich daran erinnern. Im Osten Hyrules harrten Varuta und Varudania bereits der Ankunft der Verheerung Ganon. Von allen Seiten stürmten Monster auf die beiden Titanen zu. Um Mipha und Daruk zu retten, die furchtlos in ihren Titanen aushielten, begannen Link und die anderen, eine Schneise durch die feindlichen Reihen zu schlagen. Übrigens fällt mir jetzt erst auf, wieso hat sich plötzlich die Sprechstimme geändert? War das schon... Also, war das schon manchmal so, dass plötzlich die Frau gesprochen hat? War das nicht schon immer der Mann? Ich meine, ist mir egal, aber ist mir gerade aufgefallen. Okay. Auf geht's. Krogsuche. Na, er kämpft gegen den Feuerfluch. Und jetzt muss Sidon aus der Zukunft kommen und der kleine andere Gorona aus der Zukunft. Zack. Sidon. Ich verliere dich nicht noch einmal. Nice. Sidon. Auf dem sein Team freue ich mich auch schon. Also ich hoffe, dass das sein Team wird. Genau, und er. Ich vergesse seinen Namen, ich habe keine Ahnung. Wie der große Daruk? Wer bist du? Ach ja. Unwichtig! Ich bin hier, um zu helfen! Okay. Ist wahrscheinlich wieder die gleiche Geschichte. Ich muss mich eigentlich muss ich mich beeilen, offiziell. Aber eigentlich will ich auch Krox suchen, ne? Das ist die Krux. Aber ansonsten müssen wir es halt wieder zweimal starten. Und beim ersten Mal habe ich die Krox gesucht. Ja, da geht schon los mit dieser Leiste. Aber die Leisten hören halt auch nicht auf. Ich kann nicht erst spielen und dann suchen. Weil in dem Moment, wo ich sozusagen aufhöre mit der Mission und die Leiste aufhört, hört auch die Mission auf. Ich muss die Krox zwischendurch suchen. Es geht gar nicht anders. Na? Ich kann mir nur kurz mal die Map anschauen. Das sieht jetzt halt erstmal... Ja gut, auch da gibt es nicht allzu viele verschiedene Wege. Gehen wir halt erstmal hier nach hinten. Das ist jetzt im Moment noch eine Sackgasse. Laufen wir das halt kurz ab. Wie gesagt, es ist hier deutlich übersichtlicher. Es regnet nicht so komisch. Man sollte die Krogs eigentlich sofort sehen können, wenn da welche sind.
Adok ist erstmal der Kollege. Der Rubine gibt er einfach mal. So, das geht dann nachher auf. Und hier ist mein erster Grog. Genau dafür bin ich hier. Sehr schön. Aha. Und hier hinten in der Ecke habe ich noch was gesehen. Eine Truhe. Mit einem Erzbohrer. Gott. Oh, sind hier einfach schon mal Gegner aufgetaucht. Ja, okay, ich verprügle euch, ist in Ordnung. Ich gehe ganz kurz in die Ecke mal. Hier könnte auch noch was sein, was Spannendes. Ist allerdings nicht der Fall. Hier könnte aber noch was Spannendes sein. Nein, das ist nur Deko. Okay, gut. Alles klar. Dann wissen wir jetzt Bescheid, sollten wir gleich drauf gehen, weil Mipha, ne, und so weiter, wir zu lange für Mipha brauchen, wissen wir, wo wir gleich hinrennen können. Ohne Umwege. Aber so viel Zeit dürfte ich bisher nicht verloren haben. Das passt schon. So. Ich glaube, vorhin bin ich. Ich gehe kurz einmal rum. Wir können ja schon mal... Wo ist denn Impa gerade? Ach so, hier. Wir können Impa ja schon mal vorschicken. So, geh mal da hin und räum da mal auf. Bis ich da bin. So, also auf der Seite war nix. Gehen wir kurz hier entlang. Aber das sieht ähnlich leer aus. Okay, gut. Auf in die Schlacht. Hui. So heiß ich. Da ist eine Kiste. Schade. Die war so verdächtig. So verdächtig einsam. Ja, du musst durchhalten, Mipha. Weil ich muss Krog suchen. Sorry, aber Prioritäten müssen sein, ne? So, hier gibt es jetzt so eine Lücke. Da ist hundertprozentig was. Ja, natürlich. Nice. Und ein antiker Verstärkungsadapter für Zelda. Auch nice. Und sonst war hier aber nichts. Kein zweiter Krog. Kann ja auch passieren, ne? Haben wir ja jetzt auch schon mal gehabt, dass die sehr nah beieinander waren. Aber eigentlich gar nicht besiegen, die ganze Meute hier, ne? Eigentlich können wir die Meute hier einfach liegen lassen. Ich muss nur gucken, dass ich halt keinen Krog übersehe vor lauter Meute. Das ist das Ding. Okay, so, hier müssen wir aber wahrscheinlich aufräumen. Da ist ja auch schon Impa fleißig am Kämpfen. Ansonsten ist hier aber nichts Spannendes. Okay. Damit sind wir eigentlich auf dem besten Weg zu Mipha. Hier ist auch am Rand sind zwar Blümchen, aber keine wichtigen Blümchen.
So, jetzt muss ich halt mich kurz wieder da den Weg zu dem Tor begeben. Das wird zwar nachher aufgehen, das Tor, das ist mir schon klar. Aber ich ging trotzdem kurz jetzt den Weg, dann muss ich nachher da nicht suchen. Weil ob ich jetzt suche oder nachher da suche, ist ja eigentlich auch egal. Da ist schon mal eine Truhe. Mit einem Kakariko-Kadachi. Und vielleicht sind nachher hier dann Gegner zu dem Zeitpunkt und dann habe ich hier keine Ruhe. Und... schade. Hätte ja sein können. Nee, okay, hier ist nichts. Hier ist effektiv nichts. Ist okay. Auch keine komische Wand, die komisch aussieht. Alles gut. Dann wieder ab nach oben. Jo, was ist jetzt los? Ah, der Sumpf. Ach so, was? Okay, ich muss mich erst wahrscheinlich um den Sumpf kümmern. Ja, okay. I see. So, wir gehen jetzt ganz kurz einmal hier in diese Sackgasse. Dann haben wir nämlich die Sackgasse da auch weg. Und da ist mein Krogi. Krogi. Und noch eine Truhe. Sehr schön. So gefällt mir das. Immer mehr Sachen finden. Gut, perfekt. Also an diesen Missionen, wo es halt wirklich nicht viele Wege gibt, sind die echt angenehm versteckt. Da ist nur das Problem die Zeit, ne? Das ist klar. So, da unten war ich schon. Das heißt, ich kann jetzt hochlaufen. Okay. Ah, wait, hochladen. Wait, hä? Ah. Ich kann runterlaufen zu dem einen. Achso, ich muss. Okay, ich muss beides ablaufen. Einmal hoch und einmal runter. Dann gehen wir erst runter. Jetzt verstehe ich, wie das aufgebaut ist. Nee, das ist hoch. Das ist runter. Okay, wir gehen erst runter. Achso, oder ich gehe. Ich kann nämlich jederzeit von hier oben, ich sehe ja die Pfeile, ich kann von oben jederzeit runtergehen, aber nicht von unten hoch. Vielleicht wäre es dann schlauer, erst hoch zu gehen. Wir gehen hoch. Wir gehen erst hoch. Und dann lassen wir uns von dort aus nämlich runterfallen, wo es notwendig ist. Ich glaube, so ist das, ja genau, hier dann nämlich und so weiter. Ach, und hier ist schon auch. Yo, das sieht mächtig aus. Das sieht übelst mächtig aus. So, Hälfte der Zeit ist rum. Wobei es halt die Frage ist, ob das wirklich wie die Hälfte dann auch runtergeht. Das ist ja nicht gesagt. Es kann auch ganz anders laufen. Oh je. Komme ich da überhaupt schon ran, wenn es hier ist? Weiß es gar nicht. Ah, ich kann aber außenrum gehen. Okay. Oh, ich habe zwei Wege außenrum zu. Ah, das ist wieder doof. Aber wir machen erstmal das Zeug weg. Ich denke, das ist der erste Schritt. Das ist bestimmt irgend so ein Kampf gegen irgend so ein großes Viech. Jo. Ach, und dann muss ich da die Augen. Ja, okay, alles klar. Das Übliche, wie man die Dinger halt kaputt macht. So, Abflug mit dir. Gut. Damit erledigt sich das erste Zeug. Na, das war ja richtig viel. Ich sehe was. Oh, ich hab gedacht, das ist eine Plattform. Ha! Einbildung ist auch eine Bildung. Krogi? Schade. Ne, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Wie gesagt, war Einbildung. Ist okay, war alles nur Einbildung. Dann kann ich hier gleich runterspringen. Ich gucke nur noch mal ganz kurz hier die Ecke. Aber hier ist überhaupt nichts weiter. Ja, ich bin ja unterwegs.
So, jetzt kann ich hier nämlich runterhüpfen. Und hab hier den Rundweg gemacht. Genau, dann sind wir hier einmal rum. Ich hoffe mal, dass unter dem Zeug, wenn es verschwinden sollte, dass da nicht ein Croc wäre oder so, dass man das in einer gewissen Reihenfolge für die Crocs machen muss. Das wäre fies. Aber gut, bisher ist es alles eigentlich sehr schnell ablaufbar, wenn man mal stirbt. Na? Selbst wenn ich jetzt sozusagen draufgehe, weil ich zu langsam bin, weiß ich ja, wo ich hin muss das nächste Mal. Das macht halt vieles viel einfacher. Oh, Moment, geht's jetzt hier nicht weiter? Ist das euer Ernst? Muss ich jetzt erst wieder runter? Ah, das ist ja blöd. Ja, ich komme hier nicht rein, ne? Ah, scheiße. Muss man dann vorwärts und runterwärts, also praktisch beides, hin und her laufen? Ah, das kostet jetzt Zeit. Das kostet jetzt ein bisschen Zeit. Dann hüpfe ich hier mal runter. Und bin jetzt... Okay, ich muss den anderen Weg eh nachher zurück. Dann können wir jetzt auch erstmal Richtung des Auge laufen. Aua. Okay. Okay. Ah, das Auge geht das auch, wenn ich die besiegt habe, oder was? Na gut, dann machen wir es so. Ich würde halt schon gerne erstmal den anderen erledigen, ne? Spiel. Ja, genau. Und du bist auch gleich down. Abflug. Und jetzt geht das Auge auf. Kriegt aufs Maul. Tschüss. So. Okay. Da unten komme ich dann hin, ne? Ah, ich muss noch... Jetzt muss ich wieder oben hin, oder wie? Das ist ja ungünstig. Wir gehen mal ganz kurz in die Ecke. Aber da ist genau gar nichts. Aber wo muss ich jetzt lang? Hä? Wait, ich bin... Muss nach da. Ach nee, das führt hier runter und da komme ich noch nicht hin. Ich verstehe. Jetzt ist das Tor oben wahrscheinlich offen. Jetzt wird das Tor oben offen sein. Okay, also hoch zum Tor. Oh Gott, das wird knapp. Ah, das wird eine knappe Kiste. Aber was soll's. Geld. Das sind die Fledermäuse, die ich brauche. Glaube ich. Hey, ist das kein so Ding, was ich kaputt machen kann? Ich hätte gedacht, das ist so ein Dämonen-Ding, was ich kaputt machen kann. Aber das sieht wahrscheinlich nur so aus. Oje, 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 Mifa, halte durch. Beeil mich ja. So, weiter. Halt, hier komme ich her, ne? Ja, ups. Falsche Richtung. Kenne mich nicht mehr aus, wo ich lang muss. Da muss ich lang. Okay.
jetzt eigentlich alle gar nicht besiegen. Ich muss einfach durchrennen. Weil jetzt haben wir den Rundweg gemacht, jetzt muss ich wieder oben lang. Ja, okay. Und oben machen wir dann das letzte Auge weg. Ah. Wetten, da kommt jetzt ein Leune. Da kommt jetzt safe ein Leune. Ach du Schande. Ah, das wird knapp. Ah, das wird viel zu knapp. Ja, jetzt ist hier offen. Wie erwartet. Kann ich hier einfach durch? Ich kann hier erstmal einfach durch. Das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Ah, shit, ich wusste es. Bitte triff. Sehr gut. Ah, das wird echt knapp. Habe ich schon erwähnt, dass es knapp wird? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vor allem kämpft sie dann ja mit der Energie auch wieder gegen den Eisfluch. Das ist ja kacke. Ah. Dude. Hör auf damit. Hör auf, so stressig zu sein. Alter. Ich war zu langsam. Ich habe keine Zeit mit dir zu spielen. Jetzt. Zack. Aber sie ist so gut wie down. Sie ist so gut wie down. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Aber dann können wir die Cox nächstes Mal ganz schnell holen und haben mehr Zeit. Das ist in Ordnung. Aber das schaffe ich nicht. Sie ist so gut wie down. Ja, was will ich tun? Keine Chance mehr. Ja, okay. Wo starte ich, ist die Frage. Vielleicht kann ich ja auch von da aus schneller loslegen. Ich kann ja erstmal gucken. Ich muss ja nicht von vorne. Ich kann ja vielleicht ab irgendwo starten. Ja, okay. Okay, das sollte drin sein. Das könnte drin sein. Wenn ich mich jetzt hier nicht ewig aufhalte, wo ich mich gerade aufgehalten habe, und einfach durchrenne, dann sollte das drin sein. Einfach hier durch. Da habe ich mich ja aufgehalten. Da muss ich mich ja gar nicht aufhalten. Das war ja dumm. Dann behält sie auch ihre Energie. Ach so, und eigentlich könnte mir Impa mal hier, ne? Mal mithelfen. Komm, Abflug. Nicht faul da unten rumstehen. Sondern helfen. Alles klar? Gut. Was ich allerdings für sinnvoll halte, wäre hier schnell A aufzuladen. Dann habe ich nämlich zweimal A, was ich mir entgegenschleudern kann. Das ist sicherlich nicht verkehrt. So, Abflug. Dumme war jetzt, ich hätte ihn jetzt einmal schon, ja, es war dumm. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe, ihr braucht es mir nicht, nein, das war die falsche, ich hasse es. Ihr braucht mir nicht sagen, was ich falsch gemacht habe, ich weiß es. Aber so haben wir jetzt auch, ja, ist okay, viel, viel mehr Zeit hat es nicht gekostet. Zack. Und jetzt ein paar gezielte Pfeile ins Gesicht. Oder richtige Attacken. Ja, zu langsam, schade. Aua. Aua.
Aber es sieht besser aus. Sieht deutlich besser aus als vorhin. Ich hasse es. Wieder die falsche Attacke. Ah, Impa ist da. Nice. Mach mal mit hier. So ist gut. Jawohl, Impa räumt mit auf. Perfekt. Nice. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mifa hat noch genug Energie. Schnell zum Auge. Auge aufräumen. So. Sehr gut, jetzt ist der Weg frei. Und ich müsste von hier oben direkt runterspringen können. Ja, da ist ein Weg direkt runter. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Okay, ganz kurz gucken, ob hier noch ein Groggy ist. Hier ist nix. Es müsste jetzt ja auch gespeichert haben. Dadurch, dass ich die jetzt besiegt habe, müsste sie eigentlich gespeichert haben. Dann gehe ich nochmal ganz kurz hier in dieses Feld. Mach hier kurz die Dings zu Ende. Auch so viel Zeit muss sein. So. Sehr gut. Hier ist aber auch nichts. Okay, optimal. Aber ich glaube, das Einnehmen ist auch nicht verkehrt. Dann ist jetzt hier alles frei. Da ist aber auch nichts. Okay, dann runter. Hui. Hui. Oh, nee. Da drüben muss ich... ich muss noch laufen. Wollte mich veralbern. Ich habe jetzt hier keine Zeit. Ich halte mich jetzt hier garantiert nicht auf. Ich laufe jetzt erstmal straight zu Varuta. Sehr schön. Genau, und jetzt können wir gegen den Wasserfluch kämpfen. Das Gebiet da hinten müssen wir uns dann nochmal angucken, wenn ich hier wieder herkomme. Na, dann muss natürlich Daruk noch ein bisschen warten. Aber das ist okay. Drecksvieh. So stark. Schwester, aufgepasst! Oh, Hilfe ist da! Genau! Genau! Ja, du gehst gar... Mifa, du gehst da gar nicht hin. Oh, dass die mitkämpfen muss. Kann ich die nicht? Ah, kann ich nicht. Scheiße. Dass die sie nicht verziehen kann, ne? Nein, die muss da mitkämpfen. Die muss vor allem immer mitten reinrennen. Ah! Macht mich fertig, sowas. War es die richtige Attacke? Na, scheinbar nicht. Ich dachte, es hätte Bomben angezeigt. Oha, hier. Einmal ganz fix den hier. Au. Der macht aber auch bei mir ganz schön Ärger hier. Ah, Eis, okay. Hier, ins Gesicht. Und die erste Schmetterangriff-Attacke. In your face. Hier habe ich noch was für dich. Guten Appetit. Nice, 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 nice. Da fehlt nicht mehr viel für die nächste Schmetterattacke. Optimal. Lass Mifa in Ruhe. Und yes!
Zack! Du machst nichts mehr, mein Freund. Du machst gar nichts mehr hier. Ah, kann ich dir nicht... Na eben, der müsste doch gegen Feuer, müsste der... Ah, nicht Feuer, ich wollte... Ja, scheiß, war's falsch hier. Egal. Haben halt Feuer gemacht. Ich wollte eigentlich das andere, ist egal, scheiß drauf. Der ist eh down, der ist down. Der ist sowas von down. Du wirst Mifa nicht mehr wehtun. Drecksvieh. Hey, hey, hey! Das war gar nicht knapp oder so. Überhaupt nicht. Schwester! Gut, prima. Ja! So, wir sind jetzt... Ah, jetzt sind wir wieder da oben. Das ist doch jetzt komplett dumm. Ich wollte aber da unten noch... Ich muss da unten noch mal hinlaufen. Das tut mir jetzt leid, aber so viel Zeit muss sein. Wait, wieso bin ich jetzt Sidon? Ist zwar schön, dass ich jetzt Sidon bin, will ich jetzt aber gar nicht spielen. Link! Link ist aber auch hier, okay. So, aber dann kann ja Impa schon mal hier vorgehen. Hier so da aufräumen. Ach, geht im Moment noch nicht. Kann nur hier hin, weil das noch nicht offen ist. Ja, gut. Dann geht ihr halt beides schon mal hier hin. Wobei, vielleicht kann auch einer hier hingehen, weil, warum nicht? Beide Tore müssten ja mit der Zeit jetzt aufgehen. So, aber ich muss noch mal ganz schnell da runter. Ja, jetzt zeigt es natürlich Daruk an. Der ist ja schon vorgeschwächt. Was ist das denn? Das ist ja frech. Das ist ja frech. Wehe, da unten ist kein Krog. Wehe, in diesem Abschnitt ist kein Krog. Ich werde bekloppt. Da ist schon mal nix. Ich laufe hier umsonst hin. Ich werde verrückt. Hm? Lol. Ah, okay. Genau. Okay, wir müssen uns um den Magmarok kümmern. Gut. Ist registriert. Mist registriert. Kann ich die jetzt schon mal los... Jetzt sind die Tore offen. Dann kann ich die jetzt ja schon mal losschicken. Hier. Und hier. So. Wobei, da kann man hier runtergehen. Und da schon mal aufräumen. So, ich muss mich kurz... Es ist halt schon ziemlich groß hier. Ich würde schon vermuten, dass hier irgendwas ist. Bin ich ganz ehrlich. Es wäre schon ärgerlich, wenn hier einfach alles unwichtig ist. So, weg mit dir. Mein Gebiet. Sehr schön. So, ist hier irgendwo irgendwas versteckt noch? Hier nix, hier auch nix. Macht euch weg. Keine Zeit mit euch zu spielen. Mit Kisten vielleicht? Nein. Hier vor auch nicht. Keine Truhe, kein Krog. Kein gar nichts. Wirklich nicht? Okay. Ja, dann war es das. Okay. Dann gehe ich da nicht mehr runter. Sollten wir das nochmal spielen müssen. Dann gehe ich da nicht mehr runter. Na, lauf halt.
Aber so groß ist der Weg. Ja, der Weg ist halt überhaupt nicht mehr groß, ne? Das ist, dürfte jetzt nicht mehr das Problem sein. Das ist ja nur noch eine Schlange. Also es ist ja nur noch eine Schlange zum Laufen. Es ist ja nur noch diese Schlange zum Laufen. Da muss ich halt auf dem Weg selbst ein bisschen die Augen aufmachen, aber ansonsten geht es alles fit. Zumindest mein Eindruck. Keine Ahnung, ob der Eindruck trübt. So, aber jetzt kann ich hier hoch. Nicht da hoch. Sondern... Achso, das ist gar kein Hoch. Genau, da komme ich her. Nach da muss ich. Ach, richtig, hier runter. Ja, klar. War ich ja vorhin schon. Hier ist nix. Wollen wir mal den gleich noch weg. Ui. So, mein Gebiet. Alles gut. Okay, das ist jetzt eine einzige größere Fläche. Da kann ich hier nochmal runterlaufen. Dann haben wir da den Anfang, das Anfangsgebiet auch wieder erschlossen. Genau. Das ist sicherlich auch sinnvoll, hier aufzuschließen. Ich mache mir eigentlich gerade wegen Daumen keine Sorgen, weil energietechnisch ist es nicht mehr so viel, was wir ablaufen müssen. Das müsste hinhauen, keine Ahnung. Ob ich da zu leichtsinnig bin? Aber eigentlich sehe ich ja, dass hier nichts ist. Eigentlich kann ich gehen. Also, okay, jetzt ist der aufgetaucht. Dann kann man auch gleich erledigen. So, auch das unser Gebiet. Okay, aber hier waren wir eh schon. Also, da ist jetzt auch nichts mehr zu holen. Gut. Aber es gibt halt auch nochmal Waffen und so. Ne? Es gibt ja Belohnungen. Deswegen macht man es ja auch. Okay, dann hier kurz in die Ecke nach hinten laufen, wo dieses Ding ist. Da sehe ich eine Truhe schon mal. Machst jetzt auch einen Abflug. Wir gehen einmal schnell zu der Truhe. Schnupfenlanze wahrscheinlich. Das ist eine Schnupfenlanze. Aber mehr sehe ich jetzt auch nicht, was Cocktail oder so sein könnte. Nee, dann müssen wir jetzt hier eigentlich auch nicht weiter aufräumen. Dann ist es okay. Das ist auch okay. Hier unten waren wir gerade schon. Dann gehen wir hier weiter. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Ein bisschen hetzen muss ich mich halt schon. Weil der Weg ist noch weit. Aber der Weg ist jetzt keine Abzweigung mehr. So, es geht jetzt geradeaus durch. Also wenn, dann müssen Crocs direkt auf dem Weg liegen. Ich muss nur gut umschauen. Ich muss nur gut gucken. Das ist alles. Ich muss nur gut gucken. Vielleicht irgendwelche Wände und so, ne? Wände genau beachten. Solche Geschichten können es jetzt noch sein. Da ist der Magmarok. Der kriegt gleich mal eine A-Attacke ins Gesicht. Und dann, eine Eisattacke. Hä? Ah, das ist ein bisschen heiß, Link, das hältst du schon aus. Tschüss. Das sollte reichen. Ja, easy. Abflug. Nice. Sehr guter Start. Oh, das hat noch nicht gereicht. Willst du mich veralbern?
Hier, ab, ab, ab. Eigentlich wollte ich ja erst Eisattacke auf den einsetzen, aber dann lassen wir das halt mit der Eisattacke. So, tschüss. Okay, hier war nichts weiter, hier war nichts weiter, hier war nichts weiter, hier war nichts weiter. Ich habe nichts anderes gesehen. Dann müssen wir jetzt noch hier drüber laufen können. Ach so. Was ist jetzt los? Ah, jetzt kühlt Varuta hier ab. Jetzt kühlt Varuta hier ordentlich ab und dann können wir drüber laufen. Sehr schön. Vielen Dank, Varuta. Okay, kann ich hier irgendwie... Ist jetzt irgendwie ein Krog noch aufgetaucht? Ich glaube nicht. Okay. Yo! Das ist eine Horde. Was sagt die Energie von Daruk? Weil das ist jetzt ein Speicherpunkt gewesen. Das heißt, wenn jetzt die ganze Sache schief läuft, dann haben wir diese Energie wieder. Ja, das passt doch. Da dürfte doch jetzt nicht mehr viel im Weg sein. Ich mache jetzt die A-Attacke voll, dass ich große Gegner erledigen kann, sobald sie auftauchen. Ich rechne mit mindestens einem Leune noch. Ja, dann Abflug jetzt. Und jetzt halt noch gucken, dass ich die Krogs nicht übersehe auf dem Weg, weil es muss auf jeden Fall noch mindestens ein Krog hier kommen. Sonst bin ich echt verwirrt, wenn hier kein Krog mehr auftauchen sollte. Krog! Schade. Hätte ja sein können. Hier ist auch nichts. Auf der Seite ist aber auch nichts. Okay. Soweit sehe ich keinen Krog. Ah, hier ist so eine kleine Nische. Aber auch da ist effektiv nichts. Okay. Ah, die brauche ich. Das sind die Fleder, die Feuerfledermäuse. Euch brauche ich 5 Stück mindestens. Euren Mist muss ich einsammeln. Droppt ihr euren Scheiß? Haben wir jetzt was gedroppt? Einen haben wir gedroppt. Ach, Scheiß. Ah, okay, da kommen ein paar mehr. Wo sind sie denn jetzt? Sind die an? Ah, da. Ja, hier. Droppt mal euren Müll. Droppt mal euren Müll. Ich brauche euer Zeug. Hat keiner was getroppt von den anderen, ne? Oh, mein Gott. Aber es kommen noch ein paar mehr. Musst du die Wände mal untersuchen? Die könnten, ne? Bist du schon. Ah, jetzt. Lederbeiß, Alkes, war's Auge. Ich will kein Auge, ich will die Flügel. Come on. Bisher haben wir nur 3 Krogs. Ist das, haut das hin? Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch. Der Große schon da, jawohl. Einmal A-Attacke. Für dich. Guten Appetit. Dann ganz kurz umgucken. Da sehe ich nichts weiter. Hier einmal rumschauen. Da sehe ich auch nichts weiter. Ja, ich meine, bisher haben wir 3 Krogs, ne? Das klingt für mich nach ein bisschen wenig. Muss ich halt sagen. Weiß nicht. Aua. Aber wir sind gleich bei Daruk, ne? Es ist nur noch der Weg hier hoch. Also das kann mich jetzt eigentlich nicht mehr aufhalten. Kann ich mir nicht vorstellen. Mich ärgert es halt, dass wir noch keinen weiteren Krog gefunden haben. Ich habe irgendwas übersehen. Sind nicht nur... Oh, Mann! Ist doch gut jetzt. Es sind garantiert nicht nur 3 Krogs. Garantiert nicht sind es nur 3 Krogs. Das erzählt ihr mir nicht. Aber im Moment, ich sehe halt nichts anderes. So, ich werde jetzt auch nicht 3 Jahre lang mich umgucken. Ja, natürlich gibt es noch einen Leunen. War klar. Erstmal die Fledermäuse los. Alter! So, diesmal machen wir das klüger und räumen erst ab,
Und dann setzen wir die nächste Attacke ein. Das habe ich vorhin nämlich blöd gemacht. Das war das, was ich meinte. Den kriege ich ja mit einem Angriff schon in die erste Dings rein. So, jetzt brauchen wir nämlich nur noch eins. Aber Daruk sieht nicht gesund aus. Muss man leider zugeben. Na, ah, jetzt, ich habe ihn erwischt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein. Okay, Bomb. Zack, drauf. Yes. Sehr gut, das war's. Das war's. Leune hat sich erledigt. Daruk ist noch okay. Daruk ist noch okay. Wir kommen zu Daruk hin. Wir kommen zu Daruk hin. Nochmal ganz kurz umgucken. Aber hier ist nichts. Hier ist überhaupt nichts mehr. Das sind noch Kisten. Aber kein Kroggy. Das war's. Kein Kroggy mehr. Na gut. Drei Krogs. Mehr habe ich leider nicht. Ich glaube nicht, dass das alle waren. Da habe ich bestimmt was übersehen. Ich habe safe Krogs übersehen. Scheiße. Aber wo? Nur keine Panik. Alles Klärchen. Ich komme also her, um Leute zu retten, die dann mich retten? Das wird schon da. Na gut, dann noch mal von vorn. Ei, ei. Aber auch hier wieder, Daruk rennt natürlich voll rein, weil er Bock hat. Aber seine Energie ist nicht ganz so schlimm wie die von Mipha. Da bin ich eigentlich guter Dinge, dass es dann hier auch nicht schief geht. Aua! Ich glaube, ich muss mir mehr um meine Energie Sorgen machen. Diese Flüche sind schon... Ja, ist ja in Ordnung. Jetzt haben wir getroffen. Aber hier könnte ich jetzt wirklich dann mal, mache ich aber jetzt in der zweiten Phase erst, da könnte ich wirklich dann mal den Zauber wirken. Bombe. Ins Gesicht. Hier, zack. Bam. Hier, kühl dich mal ab, mein Freund. Zack. Habe ich dir schon gesagt, dass du ihn mal abkühlen solltest? Ah, schade, es hat nicht gereicht. Ach, komm schon. Sehe nichts mehr. So, aber jetzt. Zack. Habe ich dir schon gesagt, dass du dich mal abkühlen solltest? Aua. Aua. Und ab dafür. Jo, das war's. Dann auch mit der Geschichte. Achso, jetzt kommt wahrscheinlich nochmal so ein Titanenkampf. Dann machen wir den jetzt gleich noch. Diesmal weiß ich's. Ja, jetzt kann ich wieder verkaufen. Schon klar.
Leunenlanze Schaden durch Gegner um 3% reduziert. Okay, weg damit. Ach komm, Impa, was zur Hölle. Sie hat gar keinen Effekt sogar. Monsterteile plus 5. Achso, ich kann schon weg. Okay, passt schon. Gut. Kommt jetzt noch die Titanenmission oder war das nur bei Rivali? Fein. Das wäre erledigt. Dank dir, Link. Lass dich nicht enttäuschen, Bruder. Yunobo war dein Name? Vielen Dank auch an dich! Für mich allein wäre das echt ein harter Brocken gewesen. Dennoch, wie mysteriös. Du bist wirklich Sidon, nicht wahr? Ja, na klar, wer sonst? Aber würdet ihr mir auch glauben, wenn ich sage, dass ich aus der Zukunft komme? Das wäre zwar komisch, aber doch gibt's im Moment Wichtigeres. Oh, halt. In Schloss Hyrule, was ist dort geschehen? Hier Zusammenfassung einfügen. Um ehrlich zu sein. Okay, zum es kommt Glück noch jedoch waren die schon Titanen-Mission. Sidon und Yunobo machen wir die noch. Herbeigeeilt und wie aus dem Nichts im Inneren der Titanen erschienen. Einzig ihrer Unterstützung war es geschuldet, dass es Mipha und Daruk gelang, sich in Sicherheit zu bringen. Doch die Zeit, ihre Rettung zu feiern, war kurz. Als sie erfuhren, dass Schloss Hyrule in die Hände des Feindes gefallen war, machten sich Mipha und Sidon zur Akala-Festung auf, um die Soldaten zu unterstützen, die dort mit letzter Kraft die Stellung hielten. Währenddessen begaben sich Daruk und Yunobo erneut zum Titan Varudania, um sich der Welle von Wächtern zu stellen, die aus Schloss Hyrule herausströmten. Ja, das spielen wir jetzt. Wir spielen also Varudania, alles klar. Wusch. Oh, das ist toll. Spar dir den großen Daruk, Yunobo. Aber ich kann das nicht. Los, abmarsch. Hyrule braucht uns! Bin ja nur froh, dass man bei den Titan-Missionen nicht auch noch Grog sammeln muss. Das wär's komplett. Die Verteidigungslinie muss gehalten werden, okay. Das war die falsche Taste mal wieder. Was konnte der denn alles so ein bisschen? Ah ja. Also die Verteilungslinie ist das blaue hinter mir, oder wie sehe ich das? Ich meine, im Moment habe ich feste Ziele, und zwar diese fünf Dinger zu erledigen. Das scheint jetzt nicht das große Problem zu sein, da kommt aber sicherlich noch mehr dazu. Yo, stopp hier, Kollegen. Bis hierher und nicht weiter, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah, es sind schon 8 geworden. Okay, ich verstehe.
Ich drücke mal. Oh mein Gott, ich lerne das auch nicht, wie das ging. Konnte man denn diesen Schild machen? Ach ja, so. Der konnte ja gar kein Schild, der hat ja so abgewehrt, so komisch. Alter, ist ja gut jetzt. Holy shit, Mann. Ich kann doch überhaupt nicht abwehren. Hier, ins Gesicht. Verprügelt mich ja komplett. Was zur Hölle? Ich komme auch gar nicht ran. Yo. Was machst du da hin? Mach dich mal vom Acker. Mach dich mal hier ganz fix vom Acker. Was machst du denn da hinten? Hallo? Fliegviech da. So, weg mit dir. Weitere Wächter. Ja, ja. Die sollen kommen. Okay. Ah, da drüben. Alles klar. Muss jetzt da entgegenlaufen? Dann laufen wir da mal hin. Beziehungsweise schleichen. Von wem denn? Ich bin doch hier. Da ist doch keiner hingelaufen bisher. Diese Ecke hier ist echt nervig. Nein, ich wollte die... Oh mein Gott. Das wollte ich jetzt überhaupt noch nicht einsetzen, aber egal. Oh nein, ich kann mich nicht weiter drehen. Oh, das war ja komplett verschwendet jetzt. Das war ja Schwachsinn. Ach du Scheiße. Ach, zerstöre die Brücke. Ach so. Eigentlich gelesen. Habe ich nicht richtig gelesen. Ah, moin. Mach dich mal weg, Kollege. Habe ich nicht richtig gelesen, das mit der Brücke? Jetzt muss ich hier hin. Mehr Brücken zerstören. Okay. Könnt ihr haben. So, das war's mit der Brücke. Ja, ich bin ja unterwegs. Der anderen Brücke jetzt noch. Ah, die sind mir zu nah an der Scheiße. Kann ich da mal eben bis darüber schicken? Ah, vielleicht. Vielleicht erreicht es ein paar. Ah, einen kann es erreicht haben. So, macht euch weg da. Sind da jetzt noch welche? Ich sehe nichts. Oh ja, da sind einige. Verzieh dich. Oh Gott, 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 oh Gott. Ihr macht euch mal alle hier vom Acker. So, okay. Ja, ich bin noch da. Ich kümmere mich ja schon drum.
Ich muss die Brücke auch gleichzeitig ein bisschen zerstören. Ah, ich komme mich nicht vernünftig drehen hier. So, Abflug. Jetzt dürfte ich alles hier erstmal erledigt haben. Ah, da unter mir ist noch eins. Ja, moin. Ist es jetzt weg? Drecksvieh. Ja, ich kann mich halt nicht vernünftig umgucken. Gott. So, schnell zur Brücke. Yo, seid ihr bekloppt? Ey, weg mit euch. Ich glaube, es geht los. Habe ich sie? Ja, okay. Die nächsten Drecksviecher. Alter, mach dich weg. Ah, ich kann ihn so fangen. Das ist ja auch nice. Ja, den habe ich nicht erwischt. Ja, ihr kommt zurück. Das finde ich sehr gut. Sehr vernünftig von euch, dass ihr zurückkommt. So, lasst ihr mich mal ganz kurz die Brücke da hinten zerstören. Das wäre super. Erwische ich die so? Yes! Okay, da kann ich wieder zurückziehen. Und hier aufpassen. Okay, jetzt muss ich den Vorposten noch zerstören, oder wie? Ah, da hinten, den Vorposten. Den großen wahrscheinlich. Da ist bestimmt dann auch nochmal der Feuerwehr. Oh, zwei Stück. Ja, das ist natürlich nice. Gleichzeitig muss ich aufpassen, dass die nicht zu mir kommen. Okay, aber wenn ich nah genug dran bin, dann müsste ich auch da den hier machen können. Man kann sich halt nicht vernünftig drehen. Oh, ist das dumm mit der Steuer. Oh nein, jetzt geht die zu meinem Zeug. Nein, 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 war da nicht noch ein zweiter? Okay. Okay. Nehme ich. Nehme ich. Ich habe nichts gemacht, aber nehme ich. Perfekt. Alles gut. Ich dachte, da war noch ein zweiter. Aber gut, passt. Passt. Fantastisch. Einfach gewonnen. Hä? Okay. Ich habe mich gerade schon am Ende gesehen und dann gewinne ich einfach. So, ist okay. Nehme ich. Gar kein Problem. Plötzlich war mir, als würde mich jemand rufen. Als ich nach dem Rufer suchte, sah ich, wie Monster meine Schwester attackierten. Ich wollte ihr helfen. Und ehe ich mich versah, fand ich mich in Varuta wieder. Das war deine Macht. Habe ich recht? Vielen Dank. Wie dem auch sei. Die Akala-Festung ruft. Hallo. Was hast du denn? Los, gehen wir. Also nochmal Akala-Festung, okay. Fühle ich. Oh, was ist jetzt los? Was soll das denn? Du weißt es immer noch nicht? Sie
Sie sind stärker geworden als gedacht. Und daher habe ich nur noch einen Auftrag für euch. Es wird der allerletzte in eurem jämmerlichen Leben sein! Meister Koga! Bitte, flieht! Ach was! Werde ich mein Leben opfern, um euch zu beschützen. Zwei Opfer an die Verheerung Ganon. Das ist alles, was ihr noch seid. Okay. Jetzt haben wir erstmal Sidon und Yanubo-Dingens freigeschaltet. Ich bin nur gespannt, wie viele Crocs wir haben. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Yunobo meine ich natürlich, selbstverständlich. Blink, 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 blink. Genau, Akala-Festung ist der nächste Ort tatsächlich. Drei Missionen. Oh, nee, mehrere neue. Wow. Wie viele neue Missionen sind das denn? Also Zusatzmissionen. Was ist denn jetzt passiert? Ja, Akala-Festung ist der nächste Abschnitt. Das wird sick. Das sehe ich jetzt schon, dass das sick wird. Freue ich mich schon drauf. Aber bevor wir in der nächsten Story-Mission sind, das wird jetzt wieder lange dauern, bis wir da hinkommen. Wir haben sehr viel zu tun. Holy moly, haben wir viel zu tun. Was ist passiert? Jetzt nehme ich erstmal hier den Leunen wieder raus. Dass das nicht alles blinkt hier die ganze Zeit. Und wir gucken mal, wie viel wir als Crocs... Es gab nur drei! Wir haben alle Crocs! Halleluja! Dann an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal schauen wir uns um, was es hier alles gibt. Und werden uns erstmal wieder um Nebenmissionen kümmern. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.